Morgen, Leute. Bei mir ist es halt gerade morgen. Als erstes möchte ich mich mal bedanken für die fast 300 Abonnenten, obwohl ich jetzt schon länger nichts geteilt habe. Es waren schon einmal über 300. Natürlich, wenn man nichts mehr hochlädt, dann wird es wieder weniger. Das ist keine Frage. Es hat gesundheitliche Gründe, warum ich zurzeit kaum etwas machen kann. Aber okay. Hier seht ihr, wie ich eine Art Schablone angefertigt habe mit einem dünnen Borazell, indem ich da eben auch die Kante, wie ihr sehen könnt, verwendet habe und das dann weggeschnitten habe. Damit das die Schablone passt, habe ich da einen Einschnitt gemacht. Hoppala, entschuldige. Habe ich das einen Einschnitt gemacht, damit ich da bei die Streben hineinkomme. Und diese Schablone jetzt da, die verwenden wir jetzt hier, um sozusagen das anzuzeichnen. Dort, wo die Schablone nicht liegt, so habe ich einfach weitergezeichnet. Das müssen wir jetzt ausschneiden. Das wird jetzt dann ein Teil schon einmal für die Landschaft. Warum mache ich jetzt mit der Landschaft weiter und nicht mit der Schotterung? Weil ich einfach festgestellt habe, dass eben sehr viel von dem Schotter zur Seite weg oder herunterfällt, wenn ich das mache. Und deswegen will ich jetzt zuerst einmal die Landschaftsebenen machen und dann werde ich schottern, damit eben auch von der Schotterung her nicht so viel Verlust ist. Das müssen wir jetzt dann ausschneiden. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das machen werde. Und das wird jetzt dann der nächste Schritt sein. Und der kommt dann eben um diese Ecke, wo ja dann höher wird, ein Tunnel wird und oben soll ja dann ein Leuchtturm sein. Zwischendurch ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn man das ein bisschen rausnimmt und dann die überschüssige mit einem Spachtel runternimmt. Hopp. So. Dann geht's weiter. Schneiden weiter. Wie gesagt, für feine Schnitte ist das nicht, aber da muss ja jetzt nicht der Schnitt nicht schön sein. Da können wir das ruhig machen. Man muss Zeit lassen, damit das wirklich schmelzen kann, wie ich merke. Okay. Das ist vielleicht angebracht, ein bisschen ein Mundschutz zu tragen. Stinkt halt. Wie ihr seht, versuche ich da immer wieder das zu reinigen. Nach dem Reinigen geht es wieder ein bisschen schneller und besser. Schauen wir mal, ob es passt. So halbwegs passt. Jo. Okay, der Bogen hätte ein bisschen mehr gehört, aber das können wir schon anderseitig ausgleichen. Passt. Das heißt,
Der erste Teil ist einmal dann fertig. Kommt jetzt natürlich noch mal ein Teil drauf. So, ich habe es mir jetzt einmal überlegt, ich werde mal da diese Kante wegschneiden. So wie ihr seht, habe ich jetzt da die Kante weggeschnitten. Vorweg, manche werden sagen, warum machst du das mit den Styropor, weil es wird ja alles nur noch schwerer. Naja, ich mache das am liebsten mit dem, weil in meiner Erfahrung mit meiner ersten anderen Eisenbahn war, dass das einfach stabiler ist, als wenn ich da irgendeine so Konstruktion mit Holz und ich glaub, Jute und sowas mache. Gut, jetzt haben wir da sozusagen die Ecke weg. Wir brauchen bis daher noch eine Ecke. Das heißt, ich werde da jetzt noch einmal eine Schablone anfertigen. Ich habe jetzt da einen Zeichenblock das geholt. Braucht da jetzt da einen Einschnitt, da einen Einschnitt, da einen Einschnitt, da einen Einschnitt. Passt. Das werden wir machen. Zwei Schnitte. Machen wir dabei mal so weit. Passt. Ich glaube. So. Jetzt müssten wir das da reinschieben können. Ohne Probleme. Sogar noch zu wenig weit. Ich will auch die wir zweit geschnitten haben. Dem ist nicht so. So. Passt. Passt. Schauen wir noch. So. Haben wir nicht schön erwischt. Passt. Okay. Ja, passt schon, so wie wir lassen. Passt. Das Deckband habe ich jetzt da. Passt. Jetzt machen wir es wieder zu. Da. Gut. So, damit das nicht immer runterrutscht, wenn wir da hinten einmal das festkleben. Passt. Ich weiß nicht, ob ihr eure Erfahrung wisst, aber ich sag, Dings picken oft überall nur nicht dort, wo sie picken sollen. So, passt. Jetzt haben wir das da einmal fertig. Da werden wir nochmal drüber kleben. Da haben wir zweit geschnitten. So. Passt. Dann werden wir da auch noch was drüber kleben. Passt, so. Das können wir da schon ein bisschen wegschneiden. Das schneiden wir auch weg. Eine schöne Gerade darüber. Und zwar. So, den Dings schneiden wir dazu. Passt, so. Ja, jetzt fahren wir sozusagen mit dem Bleistift oben angestützt diese Kurve. Passt. Und hier, dann nehmen wir einfach die Kante vom Tisch. Jetzt haben wir da wieder eine Schablone angefertigt.
Jetzt müssen wir im Prinzip das mit der Schablone wieder auflegen, auf einer geraden Stelle, anzeichnen und dann ausschneiden. Da habe ich noch keine schöne Gerade, da bleiben wir bei dem, da müssen wir das dann noch weg ein bisschen schneiden. Und jetzt zeichnen wir einfach das andere. Passt. Achten drauf, auf der Stelle bleiben. Passt. So, jetzt haben wir das angezeichnet. Ich glaube, wir werden das wieder mit dem Heißdraht machen. Mal schauen, ob wir das noch ein bisschen sauberer kriegen. Ja. Also da ist jetzt wieder dieser Hand-Heißdrahtschneider besser und idealer. Das wird eher von Broxon. Bei so großen Dingen kommt man beim Broxon nicht durch. So eine große Platte. Du hast dann dafür das gedacht. Passt, das stecken wir da wieder rein. Schalten wir wieder ein. Passt. Dann werden wir gleich zuerst die Gerade machen. Ihr seht, es geht nicht flott, aber es geht. Der Flotte ist auch nicht gut, wenn man zu fest drückt, verbiegt sich das Ganze zu stark. So, so hat man aber eigentlich eine sehr schöne Kante, wie ihr sehen könnt. Passt. Gut, dass das Fäden zieht, das ist eh normal. Tun wir gleich mal ein bisschen putzen, solange es noch warm ist. Passt, schalten wir wieder aus, stecken wir ab, dann kann man es besser weglegen. So, jetzt haben wir da die Fäden. Die Fäden tun wir einfach weg, ist kein Problem. Übrigens, ich habe mir jetzt diese Fußschalter von Broxon dazu gekauft. Muss ich dann auch noch ausprobieren. Der Vorteil ist, dass man feinere Schnitte machen kann oder besser. Man kann immer absetzen, wenn man zum Beispiel an einer Ecke ist und wieder weiterschneiden möchte. Deswegen war nicht so teuer und hat sicherlich gute Vorteile. Ob es passt? Ja. Damit können wir schon zufrieden sein. Das ist die erste Fläche, da muss man noch nicht ganz zu beginnen. Oder oben weiter ja nicht. Gut, jetzt kommt dann da. Wir werden jetzt, da passt es auch, geht es auch bis zur Brücke. Jetzt werden wir da vorne noch einen Bogen machen. Dann werden wir auch noch eine Schablone machen. Und ja, dann schauen wir weiter. So, wie ihr jetzt abschließend sehen könnt, haben wir den Kreis da auch noch beendet. Also auch wieder eine Schablone angefertigt. Nach der Schablone das ausgeschnitten und hier an der Verbindung ein bisschen angepasst. Ja, jetzt haben wir mal den ersten, den Untergrund. Jetzt kommt dann noch mal ein zweites drauf und dann auch drinnen, innen noch, und dann haben wir es. So, wo ich jetzt drauf gekommen bin, am besten ist es, wenn man es aufstellen kann. Bei den kleineren geht es ja dann, bei der großen Platte noch nicht. Und dann einfach ganz einen leichten Druck, nicht sehr stark drauf drückt, einfach einen leichten Druck, so dass einfach so wie es schmelzen tut, nach unten geht. Dann bekommt man eigentlich einen wirklich schönen geraden Schnitt bei solchen, mit diesem Gerät auch. So, jetzt habe ich noch eine zweite
Höhe gemacht. Ich schaue auch gerade mit der Lok, die ihr sehen könnt, von der Höhe passt es jetzt. Jetzt müssen wir dann innen noch machen. Da brauche ich dann auch noch Schablonen. Entschuldigung, ein Arbeiter fährt gerade mit einer Schreibtruhe vorbei. Ja, kommt dann innen noch ein, das auch so hoch. Und dann kommt oben noch eine Oberfläche drauf, wo dann eben auch oben der Leuchtturm. Ich möchte dann natürlich, das geht ja auch über das zweite Gleise noch drüber. Und da kommt dann eine Straße herunter. So habe ich mir das bis jetzt vorgestellt. Und ich habe zwar gesagt, ich möchte Dings bauen, viktorianische Häuser. Aber eigentlich habe ich mir jetzt gedacht, ich werde zum Leuchtturm wird es besser passen, wenn ich so die alten Steinhäuser, die es in der Bretagne oder auch Deutschland gibt oder auch in südlichen Ländern, Großbritannien auch zum Beispiel, da werde ich dann so eine Reihe herunter machen, so wie eine Stadtstraße mit diesen schönen alten Häusern. Das habe ich vor, das will ich euch nicht mit Modellen machen, die kosten mir zu viel, sondern ich will das dann selber schauen, irgendwie zu schaffen. Brücke habe ich ja auch selber geschafft. Zur Erinnerung, das ist die Brücke, die ich gemacht habe, selber aus Styrodur. Und die schaut auch recht gut aus.